Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster. Auf dem Platz geht's für Farah Toku und die Viktoria am vorletzten Saisonspiel um wichtige Punkte für den Klassenerhalt und für Uwe Koschinat und die Saarbrücker im drittletzten Spiel immerhin noch um Platz 4 und die DFB-Pokal-Qualifikation. Die Saarbrücker hatten insgesamt 10 Eckbälle in der ersten Hälfte, aber zur ersten Kopfballchance kamen die Berliner in Himmelblau und Weiß durch Lukas Falcao in der 14. Spielminute. Der Brasilianer kam genauso wie Vorlagengeber Enes Kütsch wieder zurück in die Mannschaft. Daniel Batz aber zur Stelle, er ist ohnehin in sehr, sehr sicherer Rückhalt. Diskussionsbedarf gab es bei dieser Szene. Lukas Pinkert geht hier zu Boden. Robin Scheu war involviert. Wir blicken noch mal drauf. Der zieht und zehrt an Pinkert. Es hätte einen Elfmeter geben können, vielleicht sogar müssen. Es gab ihn aber nicht. Stattdessen diese Szenen Farah Toku mit Hilfsbereitschaft. Ja, ja, das Handwerk ist extrem wichtig. 24. Minute. Dieser Brücker wieder mal mit so einer Ecke. Und haben Sie diesmal eine Idee? Luca Gerber, naja, so eine halbe Idee. Aber Tobias Jennecke erzielt das 1:0 für den FCS. 5 Pflichtspiele in Folge haben sie nicht gewonnen. Im Saarlandpokal sind sie ausgeschieden gegen den Regionalligisten aus Homburg. Im Derby gegen Kaiserslautern haben sie in Überzahl nicht gewinnen können. Jennecke also nochmal mit einem Treffer, der Balsam für die Seele sein müsste. Steht auch hier nicht im Abseits und ist extrem kühl im Abschluss. Die Viktoria hatte aber eine Reaktion. Falcao ließ sich gerne fallen auf den rechten Flügel und hier gegen den stärkeren Uafero. Den lässt er einfach stehen und findet Enes Kütsch. 1:1 in der 34. Minute. Und er rennt zu seinem Coach, muss durch die Jubeltraube hindurch und dann findet er ihn. Das ist ein ganz entscheidender Moment, wie Falcao sich hier durchsetzt gegen Uafero. Eigentlich ein ungleiches Duell und Kütsch macht es dann ziemlich elegant, ziemlich entspannt zum 1:1. In der Halbzeitpause musste dann gewechselt werden. Tölke kam hinein, Zellner schon zuvor, denn es gab einen Zusammenprall kurz vor der Halbzeitpause. Daniel Batz immer hier schwer gezeichnet, Boni Uafero musste zuvor noch ausgewechselt werden. Also es rumste gewaltig. Wir gehen in die zweite Hälfte, 55. Minute. Was für eine Riesenmöglichkeit für Tobias Jennecke, der da frei zum Abschluss kommt. Der Ball natürlich auch sehr, sehr schwer zu nehmen. Am Ende trifft er ihn nicht richtig. Und dadurch wird er erst so richtig gefährlich. Dominik Ernst kam ständig hinter die Kette. Da waren viele Möglichkeiten da. Sprint war schon eine andere Seite unterwegs, der Keeper. Aber hier lösen sie es noch mit vereinten Kräften, die Berliner. Das hätte schon eine Vorentscheidung sein können. 70. Minute, Lukas Pinkert taucht im Strafraum auf. Der hatte ja noch was gut zu machen. Und irgendwie wurmt ihn sicherlich diese Entscheidung, dass er den Elfmeter nicht bekam. Hier ging er weit mit nach vorne. Kütsch sehr aktiv mit vielen Ideen. Aber Tölke stand eben richtig. Farah Toku an der Seitenlinie, gestikulierend, emotional. Gab es noch diese eine Chance? Wir gehen in die Nachspielzeit. Wieder Pinkert. Mit was für einer Energieleistung. Und im Hintergrund lauert Kimmo Hovi. Das Shirt sieht er natürlich aus. Und der Finne ist in einer vollkommenen Ekstase. Er sorgt für eine Eruption des Glücks im Jahn-Sportpark. Das hat man so in dieser Form nicht allzu häufig gesehen. Pinkert läuft und läuft. Und der Finne mit dem Treffer. Es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg heute. Und am Ende haben wir das verdient. Und, aber wir haben 90 Minuten richtig hart gekämpft. Alles gegeben. Wir haben, die ganze Mannschaft hat alles gegeben. Und ja, ich bin sehr stolz von uns und diese Leidenschaft, was wir haben gezeigt. War ein absoluter Scheißmonat für uns. Da müssen wir uns alle selber hinterfragen. Aber es ist vorbei. Was sollen wir machen? Wir haben Scheiße gespielt in diesem Monat, über den ganzen Monat gesehen. Und ja, jetzt, wir sind Profis. Wir haben noch 2 Spiele und da geht es jetzt nochmal den Arsch hochzumachen. Aber na, im Moment wiegt natürlich die Enttäuschung. Es war zwar keine Entscheidung in Berlin, aber Kimmo Hovi wurde in diesem Krimi eindeutig zum Chefermittler. Berlin war im Partymodus. Gibt's doch noch ein Happy End im Kampf um den Klassenerhalt? Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.